Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, genommen mit zu Technodum zu einem neuen Part. Minecraft ist das. Ja, Minecraft. Minecraft Arno mit dem Zwergenfürst. Ja. Heute wird hier mal ein bisschen Holz gesammelt. Da habe ich jetzt hier schon Eichenholz ein klein wenig auf Stream gesammelt. Das vermehrt sich da. Kuh. Warum starren sie mich so an? Mr. Kuh. Das vermehrt sich ja noch, das Holz. Also wenn man das zum Brettern macht, dann wird das ja noch ein bisschen mehr. Wir können ja auch noch ein bisschen was sammeln. Schaden tut's nicht. Vielleicht das Laub noch mit abbauen. Und wo wir gerade hier am Holz sammeln sind und dann vielleicht auch gleich am Brücken bauen, kann ich euch heute lieber spät als nie einen kleinen Ausblick geben auf die Projekte, die 2020 anstehen. Ja. Ist ein bisschen spät, aber ja, es ist noch nicht verjährt und ja, wie gesagt, lieber spät als nie. Am Ende des Januars jetzt noch ein bisschen einen kleinen Vorausblick auf die neuen Monate, auf das neue Jahr mit auf die weiteren Monate, die noch so vor uns liegen. Ein Apfel, sehr schön. So, hier gleich mal was Neues pflanzen. Der ist offensichtlich noch nicht gewachsen. Der auch noch nicht. Es liegt wohl nicht so gut. Ist nicht genügend Platz für den Baum da. So, da fangen wir direkt mal an mit Pokémon Schwert. Also, ja, jetzt nochmal, um das kurz zu erklären. Ich fange mit den Projekten an, die schon feststehen. Und wage mich dann immer weiter in das Spekulative und in das Ungewisse. Also ich fange an mit den Projekten, wo ich euch schon sagen kann, ja, das werdet ihr auf jeden Fall, da werdet ihr auf jeden Fall was von zu sehen bekommen. Und dann geht es immer weiter in die Spekulationen. Dann können wir mal gucken, was ist wahrscheinlich, was könnte 2020 noch kommen, was erwartet uns vielleicht noch so. Und ja, fangen wir mit Pokémon Schwert. Pokémon Schwert wird jetzt auch, ihr habt in diesem Monat schon ein paar Parts bekommen von Pokémon Schwert, dem Let's Play. Und ja, ich habe da auch noch ein paar Parts auf Lager, habe ich immer ein bisschen Puffer, weil ich es vorproduziere. Ja, das steht eigentlich nicht zur Debatte. Das wird weiterhin durchgeführt. Das wird. Pokémon Schwert wird beendet. Pokémon Schwert wird weitergebracht. Das ist da, ja. Die 8. Pokémon-Generation. Die machen wir noch. Kein Problem. Das ist jetzt wirklich, ja. Steht jetzt wirklich, ja, fest, dass wir ja, Pokémon Schwert noch zu Ende führen. Da brauche ich nicht viel zu sagen. Als zweites steht auf meiner Liste bei Resident Evil. Da habe ich mich wieder überschlagen hier. Resident Evil 1 HD Remake. Auf dem PC haben wir das angefangen. Da hatte ich in den Dezembertagen sehr viel Freude dran, das aufzunehmen. Da hatte ich großen Bock drauf, das zu produzieren. Und habe da ordentlich reingehauen. Und schon ein paar Parts produziert. Ja, jetzt um die Feiertage rum habe ich da ein bisschen die Lust dran verloren. Und würde jetzt Resident Evil nicht unbedingt weiter aufnehmen.
hab lieber anderes aufgenommen. Pokémon Schwert, Minecraft Arno hier. Ja. Aber ich denke, es wird dann die Tage, die Monate, die Wochen auch weiterlaufen. Das gibt auch noch ein paar neue Parts. Ja, ich lasse es jetzt mal hier in der Kategorie garantiert, also eine Überschrift garantiert. Weil es ja, also ich habe es jetzt angefangen. Ich habe jetzt die ersten paar Parts schon im Kasten, schon hochgeladen. Ja, und so ein ewig langes Projekt wird das ja nicht. Also ich denke, mit 30, 40 Parts wird sich das erledigt haben und dann, ja, haben wir es auch. Das wird jetzt kein Projekt, was die Länge von Minecraft Arno annehmen wird. Also das ist, wird jetzt kein übermäßig langes Projekt. Daher müssen wir uns da auch gar nicht fürchten, da Parts zu veröffentlichen, dass wir da ewig dranhängen und so weiter. Ja, Resident Evil 1 für PC werde ich wahrscheinlich weiterspielen. Vielleicht müssen wir da ein bisschen auf Facecam verzichten. Da habe ich schon bemerkt, dass das war eine lustige Idee, das war eine Idee von mir für ein Horror-Let's Play, meine Facecam zu benutzen. Aber ja, macht mir dann doch lieber Spaß, also macht mir mehr Spaß. Ich mache es dann lieber ohne Facecam. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass wir das Ganze ohne Facecam weiterspielen, dass neue Parts kommen, aber ja, ohne mein Hackfresse-Bild. So sieht's aus. Projekt Nummer 3 spielen wir gerade, Minecraft Arno. Ja, Minecraft Arno, ich meine, es macht mir Spaß. Ich habe Freude daran, Minecraft zu spielen mit euch. Also mit euch, ihr schaut mir zu, ich spiele es. Und ja, da wird es noch ein paar Parts geben. Da wird es einige Parts noch geben. Die 100 machen wir noch voll. Das kriegen wir in den nächsten Monaten hin. What the fuck? Das ist gleich der nächste Baum nachgewachsen. Können wir gleich dort weitermachen. Ordentlich Bäume abbauen. Wir brauchen das Holz. Hier ist heute irgendwie wieder so ein bisschen Holz, Baum abbauen. Ja, diesmal habe ich ein Thema. Abwechslung durch ein Thema. Vielleicht fangen wir heute wirklich schon mal mit der Brücke an. Ja, und ich kann euch schon mal einen kleinen Spoiler geben, ein kleines, ja. Und wer das hören will, wer nicht, der hält sich die Ohren zu. Man muss aber gucken, wann er wieder anfängt zu gucken. Das ist einmal schwierig, aber gut. Ich werde dann, so ist der Plan zumindest gerade, nach dem 100. Part das Projekt mal erst mal pausieren und dann mal schauen, wie es weitergeht in Staffel 2. Also, ja, habt ihr schon richtig gehört. Irgendwann eine Staffel 2 anfangen. Also nach Part 100 habe ich vor, erstmal ein paar Monate das Projekt stillzulegen. Und dann fangen wir irgendwann mit Folge 101 an bis Folge 200 in Staffel 2. Dann teile ich das einfach in zwei Staffeln auf. Dann haben wir hier 100 Folgen in der ersten Staffel und naja, 99 Folgen in der ersten Staffel, wenn ich das richtig, in der zweiten Staffel, wenn ich das richtig habe.
Gut. So sieht's aus, Minecraft Anno. Das ist der Plan hierfür. Was habe ich noch so auf meiner Liste stehen? Da muss ich kurz mal nachgucken. Muss gleich mal nachgucken. Sekunde. Immer das Holz einsammeln. Ist wichtig. Brauchen wir. So hätten wir das. Hätten wir den Baum auch abgearbeitet. So. Hier ist gleich der neue gewachsen. 4/5 Quad. Ja, das steht hier auf meiner Liste als nächstes Projekt. 4/5 Quad deswegen, weil Human Fall Flat, das haben wir im letzten Jahr schon lange und in vielen Parts gespielt. Human Fall Flat ist jetzt, denke ich, erstmal abgeschlossen. Das Projekt, da brauchen wir jetzt erstmal keine neuen Parts. Vielleicht gibt es das dann irgendwann ein paar Monaten wieder, wenn sich mal was Neues anbietet, mal was Neues, wenn man mal ein neues wunderschönes Lobby-Level, Lobby-Level auch, wenn man ein Update kommt in einem Lobby-Level oder wer weiß, wenn wir was im Workshop finden. Ansonsten würde ich vielleicht gerne mal im 4/5 Squad mit dem Mordi, mit dem Takioro, mit der Ninlein, mit dem Prof oder vielleicht auch mal wieder mit dem Coachock neue Sachen ausprobieren. Vielleicht wird es ja mal wieder eine Runde Stadtlandfluss online oder Scribble.io. Das mal schauen, wo wir drauf Bock haben jetzt im neuen Jahr. Es schaut momentan danach aus, dass jetzt erstmal mit Stadtlandfluss online weitergemacht wird. Jetzt bestimmt nicht auf Dauer, aber ein, zwei Parts, Stadt, Land, Fluss. Da hätten wir schon Bock drauf. Ja. Das hat sich ja sozusagen 2018 im Adventskalender gegründet. Und was soll ich sagen? 2019 war ein schönes Jahr im 4/5 Squad, haben wir wirklich viele schöne Let's Play Parts aufgenommen, Let's Play Together Parts. 2020 gerne wieder, also spricht eigentlich nichts dagegen, dass wir gemeinsam noch einige tolle Parts aufnehmen. Also wie gesagt, jetzt gerne auch mal ein anderes Spiel, haben wir lange das eine Spiel gespielt. Wird mal Zeit für was anderes. Nicht traurig sein, alle Human Fall Flat Fans. Ja, Human Fall Flat kommt auch wieder. Das haben wir jetzt nicht. Haben wir jetzt nicht grundsätzlich abgelehnt und grundsätzlich ad acta gelegt. Das, also, ja, wir haben bloß jetzt alle interessanten Level gespielt, die wir momentan gesehen haben. Wenn da mal wieder was kommt, kann man es wieder machen. Ansonsten. Vielleicht auch mal ein anderes Online-Game, vielleicht ein anderes Multiplayer-Game, was sich zu viert und zu fünft oder so weiter spielen lässt. Versteht ihr, was ich meine? Das den 4/5 Squad angehend, ja, für 2020. Wendell's Monday habe ich hier noch draufstehen. Das werden wir auch im nächsten Jahr weiterführen, das ist auch garantiert. Da spiele ich mittlerweile nach Anleitung, weil die Rätsel ziemlich schwer sind, muss man so sagen. Also, ab einem bestimmten Punkt sind die Levels, wollte ich schon sagen, die Rätsel wirklich ziemlich, ja, also nicht, dass sie schwer wären, aber es sind unlogisch. Man muss da wirklich schon, entweder man hängt stundenlang dran fest, wie es eigentlich gewollt ist. Ja, das ist aber dann für einen YouTube-Let's Play-Part nicht wirklich attraktiv. Deshalb spiele ich mittlerweile ganz offensiv mit der
spielinternen Anleitung. Die Anleitung ist ja im Spiel enthalten und ja, ich denke, das ist nicht verboten, wenn man die Spielanleitung so einfach öffnen kann. Ist das in gewisser Weise auch gewollt vom Entwicklerstudio. Ja, das werden wir jetzt bald zu Ende führen. Ich weiß nicht, wie viele Parts wir dafür noch brauchen, aber ein Weilchen dauert das doch dann wohl noch. Ja, machen wir weiter. Deponia. Das haben wir jetzt eine Weile pausiert, das Projekt. Da kam jetzt eine Weile lang keine Parts. Und das wird, wenn ich das richtig im Blick habe, laut Plan im, ja, spätestens im Februar weitergehen. Ja, was heißt spätestens? Das wird dann im Februar weitergehen. So der Plan. Hier muss auch mal ein bisschen Baum abgearbeitet, noch ein bisschen hier Gestrüpp abgearbeitet werden. Ja, gut. Also, wenn es Monday und Deponia spricht auch nichts dagegen, dass das mal fortgeführt wird. Deponia wird jetzt Anfang des Jahres reaktiviert. Ich höre Zombies. Ja. Spricht da nichts dagegen. Wird es mit Sicherheit geben. Ich habe dann eine Truhe gesehen. Da ist vielleicht was drin, was wir gebrauchen können für den Brückenbau. Okay, habe ich mir nur eingebildet. Hier stand früher mal eine Truhe. Ja, meine Erinnerung war es. Zombie! Verdammt! Lass mich in Frieden. Für missbrauchen. Das bringt ja wirklich relativ wenig. Auf Katz. Ja, und was noch garantiert ist, das letzte Projekt, was ich euch garantieren kann dieses Jahr, ist, ja, die Winterpause haben wir jetzt schon gehabt. Die Sommerpause. Die Sommerpause dieses Jahr, da ist irgendwie ein Muss. Ich sag's mal so, bei Daily Uploads finde ich das, also ich mache 6 Tage die Woche Uploads, Daily Uploads. Ja, 10,5 Monate im Jahr. Einen halben, also so ein bisschen. Ja, so ein bisschen was geht für die Sommerpause und für die Winterpause drauf. Ja. Kann ich mir auch mal gönnen. Also muss man mir jetzt nicht übernehmen, dass ich mir eine Sommerpause einlege. Die wird dann wieder im Juni oder Juli stattfinden, so in dem Dreh, zu den Sommerzeiten. Und da werden wir wieder eine kleine Sommerpause auf diesem Kanal haben. Ist ja gar nicht schlimm. Da werde ich euch auch entsprechend noch vorbereiten. Wird es auch noch ein Video zu geben. Ja, Leute, die schon länger auf meinem Kanal sind, die mich schon kennen, die wissen noch, wie das mit der Sommerpause ist. Leute, die neu sind, ja, werden es erleben. Tut nicht weh. Kann man mal die Zeit nutzen, um alte Videos zu gucken, so in der Sommerpause. Das ist, ja. Jetzt haben wir wieder viel Holz, da können wir jetzt anfangen mit dem Brückenbau. So sieht's aus. Haben wir Holz. Richtung Wüste wollen wir jetzt aufbrechen. Da mal eine Brücke über die Wolken bauen. Ja, das waren jetzt eigentlich die Projekte, die ich euch schon versprechen kann. Versprechen ist vielleicht nicht direkt, aber wo ich euch schon sagen kann. Ja, das kommt so oder so ähnlich, also in irgendeiner Art werdet ihr davon was mitbekommen.
Jetzt kommen wir schon zu den Sachen, die sich schon ein bisschen, die schon ein bisschen unwahrscheinlicher werden. In meinem Blumenbeet hier mal ein bisschen anfangen mit. Guck mal hier mal, das bietet sich doch an hier. Können wir hier mal mit Brückenbau anfangen. So. Mehr als zwei muss das auch nicht breit sein. So. Da müssen wir von oben weiterbauen. Brauchen wir dann auch noch Geländer. Aber das dann. Huha! Wo sind wir hier gelandet? Ach du Schande. Hallo? Ja, sehr wahrscheinlich ist auch, dass dieses Jahr ein Projekt namens Pokémon Y weitergeführt wird. Ist nicht garantiert, deshalb steht es auf der sehr wahrscheinlich Liste. Ich muss mal gucken, ob das, ja, wird wahrscheinlich auch irgendwo seinen Platz finden. Muss wahrscheinlich erstmal aufgeschoben werden. Hinter aktuellen Projekten muss es zurückbleiben. Also da haben andere Projekte deutlich Vorrang. Da muss ich wirklich sagen, ja, Pokémon Y, Let's Play Again. 2019 auch schon nicht die größte Rolle gehabt. Das wird irgendwann weitergehen. Schauen wir mal. Ich schiebe das immer gerne auf. Aber ja. Und damals solche Sachen wie Pokémon Schwert, Minecraft Arnor und halt der 5. Squad und Deponia Wenders Monday, die haben da halt alle doch Vorrang. Ja, das dazu. Super Mario Maker 2. Da gab es 2019 in zwei Parts. Ja, drei Parts finde ich nicht komplett irre. Zwei bis drei Parts habe ich da veröffentlicht. Ich versuche jetzt hier wieder hochzukommen. Und ja, also es ist jetzt... wie heißt das Spiel? Super Mario Maker 2. Super Mario Maker 2. Das gefällt mir jetzt nicht, also ich habe da persönlich nicht ganz so viel Spaß dran. Deshalb kamen da auch nur so wenige Parts von meinem Kanal online. Aber ich denke, beendet ist das Projekt noch nicht. Vielleicht gibt es in diesem Jahr noch, ja, sehr wahrscheinlich, es steht unter sehr wahrscheinlich, es wird... Ich werde bestimmt noch ein, zwei Sonderparts machen. Also da wird es, ja, wird jetzt keine ganze Let's Play-Reihe werden. Aber ein paar Parts werdet ihr davon noch sehr wahrscheinlich zu sehen bekommen. Garantiert nicht, aber sehr wahrscheinlich. Jo. Hier wieder oben. Müssen wir mal aufpassen, dass wir hier nicht zu oft runterfallen. Sonst wird das mit der Brücke nichts. So. Eine Brücke im Blumenbeet. So. Ich denke, hier lang wollen wir, oder? Wenn nicht, müssen wir mal ein bisschen Schwenk machen. Da geht es zumindest Richtung Wüste, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ganz vorsichtig hier. So, was haben wir da noch als Projekt? Die Gamescom 2020 habe ich jetzt hier als nächstes draufstehen. Ja, 2019 hat mir die Gamescom sehr gut gefallen. 2019 war ich das erste Mal, habe ich mich das erste Mal auf die Gamescom in Köln getraut. Ja, das hat mir so gut gefallen, dass ich 2020 gerne wieder dorthin will. Wenn ich mich bemühen, da Tickets für zu kriegen, ja, auch sehr wahrscheinlich. Also, ich kann euch nicht sagen, wann und wie und wo ich da sein werde, aber, und ob ich überhaupt dort sein will, aber
Wahrscheinlich ist es, sehr wahrscheinlich ist es auf jeden Fall. Und ja, ich werde auch wieder schauen, dass ich da hinkomme, dass ich da mitmachen kann, dass ich da mit dabei sein kann. Ist wirklich, ja. Gerne. Sehr, sehr gerne. Wo wir gerade bei Gamescom sind. Zwerg stirbt. Und verliert sein ganzes Holz. Ha! Verdammte. Ich muss runter. Erstmal schlafen. Ich muss das Holz einsammeln. Siehst dort in der Wildnis. Du kannst nur nachts schlafen. Ach, verdammt. Verdammt. Es ist doch nachts. Die Sonne geht schon unter. Ja, wo wir bei Gamescom sind. Gravity Lane 981. Das habe ich 2019 auf der Gamescom kennengelernt. Ein kleines Indie-Game vom Entwicklerstudio. Lass es mich nicht falsch nennen. Gravity Lane 981 ist von Bytewalkers Games. Nicht gesponsert, noch nicht. Ja. Das soll 2020 herauskommen, das Spiel. Das soll auf Steam und Co. veröffentlicht werden. Da habe ich doch Bock drauf. Das gefällt mir schon. Da habe ich die Demo-Version schon gespielt. Im letzten Test. Und ja, ein Lama. Mal schauen, ob ich das, also, ob ich da die Alpha oder die Beta, also, ich werde mich da mit dem Entwicklerstudio in Kontakt setzen. Vielleicht, man darf ja noch träumen dürfen. Man kann ja wohl noch träumen. Autsch. Wo sind meine Holzis? Und dort bin ich runtergefallen. Da ist mein Holz. Holz, Holz, Holz. Das wieder einsammeln, bevor es despawnt. So. Habe ich alles wieder. Sieht gut aus. Sogar ein bisschen Dirt. Können wir das wegschmeißen? Ein bisschen Kies. Ja, Alpha, Beta, mal schauen. Vielleicht auch, wenn es dann raus ist. Je nachdem, wie man es mich lässt. Muss mal gucken. Ja, so berühmt bin ich noch nicht, dass man mich da bedingungslos an Sachen ranlässt. Aber ja, reden kann ich ja mal. Man kann ja mit dem Studio reden und mal hier. Ich werde mich mal mit denen in Kontakt setzen, mal fragen, mal nett fragen, ob ich das für meinen Kanal schon, ob sie mir da irgendwie was ermöglichen können. Das würde ich euch wirklich gern zeigen. Das wäre wirklich eine Freude für mich. Gerne auch als Alpha- oder Beta-Version da schon bevor es rauskommt. Muss mal gucken. Wenn nicht, also wenn ich es auch sehr wahrscheinlich. Wenn ich einen Platz dafür freischaufeln kann. Ich werde auch schon irgendwas für freischaufeln. Werde ich es für euch als Let's Play bringen. Spätestens, wenn es rauskommt. So der Plan. Hier sind wir gleich mal im Wald. Ja. Wie sieht es mit der Partylänge aus? Oha, da können wir das, da müssen wir jetzt, müssen wir das Ganze hier unterbrechen. Da sage ich euch nochmal kurz die zwei Sachen, ganz kurz und knapp von. Ah! Schon wieder tot. Gibt's doch nicht. Ich muss besser aufpassen beim Brückenbau. Hol mir das Zeug zurück. Endna bricht aus, haben wir jetzt noch. Und Animal Crossing New Leaf, Englisch. New Horizons. Horizon. Ja.
Rentner bricht aus, da habe ich schon was im Jahresrückblick-Video zugesagt. Wer das noch nicht gesehen hat, sollte es sich unbedingt mal anschauen. Ist noch nicht zu spät, ist noch nicht vergammelt, kann man noch, ist noch nicht verjährt, kann man sich noch angucken. Rentner bricht aus, ja, Projekt 2020 sehr wahrscheinlich, garantiert noch nicht. Ihr wisst Bescheid. Wo geht's runter? Nicht da, wo es Lama ist. Ja, was habe ich jetzt noch gesagt? New Horizons, das neue Animal Crossing Spiel für die Nintendo Switch. Würde ich gerne spielen, kommt im März raus, wenn ich richtig im Kopf habe, irgendwann in einem der Tage im Monat März. Mal schauen, wie weit ich im März schon bin mit alten Projekten. Da kann ich natürlich nicht ein neues Projekt machen, wenn ich mit den alten noch nicht ansatzweise fertig bin. Ja, so schaut's aus. Und dann beende ich diesen Part gleich auch. Und sage ich mich nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und ja, machen wir gleich im nächsten Part dann weiter mit den anderen Projekten 2020. Das spuckt. Ja. So sieht's aus, dann im nächsten Part weiteres und dann wird auch jemand der Brücke weitergebaut. Alles klärchen, Papierchen. Bis dahin, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Abo, Däumchen nach oben, Kommentare hinterlassen und ja, habt dann einen angenehmen fürstlichen Tag. Man sieht sich im nächsten Part wieder. Haut rein und ciao, ciao.